MAN Diesel und Turbo stellt für seine Kunden maßgeschneiderte Prozessgas-Schraubenkompressoren her. Ein modulares System von vielfach erprobten Bauteilen gewährt dabei höchste Zuverlässigkeit. Je nach Baugröße kann eine Kompressorstufe Volumenströme von ungefähr 200 bis zu 100.000 Kubikmeter pro Stunde ansaugen und verdichten. Alle Schraubenkompressoren arbeiten nach dem Grundprinzip einer Verdrängermaschine. Kernstücke sind zwei schraubenförmige Rotoren. Im Betrieb drehen sich die Rotoren und dabei greifen die schraubenförmigen Zähne ineinander. Zwischen den Rotoren und der Gehäusewand bilden sich Kammern, die sich bei der Drehung von der Saug- zur Druckseite der Maschine bewegen. Die zunächst größer werdenden Kammern sind über Steueröffnungen mit dem Saugstutzen verbunden, durch den das Gas eintritt und sie füllt. Um den Kompressionsvorgang besser zu verstehen, betrachten wir nun eine einzelne Kammer. Sie vergrößert sich und füllt sich mit Gas. Eine umlaufende Kante im Gehäuse schließt sie anschließend ab. Die Läufer transportieren das Gas nun zur Druckseite. Während der Drehung verkleinert sich das Kammervolumen und das eingeschlossene Gas wird komprimiert. Wir betrachten diesen Vorgang noch einmal von unten. Nach Abschluss der Komprimierung erreicht die Kammer eine weitere Steueröffnung, die mit dem Druckstutzen verbunden ist. Das Gas strömt jetzt aus. In der Realität füllen und leeren sich alle Kammern zwischen den beiden Läufern permanent. Der Verdichtungsvorgang eines Schraubenkompressors ist somit quasi kontinuierlich. Die Bauweise des Schraubenkompressors verbindet die Vorzüge einer Verdrängermaschine mit den Vorteilen einer Rotationsmaschine. Daher ist dieser Kompressortyp für vielfältigste Anwendungen und Prozessgase geeignet. MAN Diesel und Turbo entwickelt und baut seit 1952 am Standort Oberhausen Prozessgas-Schraubenkompressoren. Es ist weltweit eines der wenigen Unternehmen, das für Prozessanwendungen sowohl ölfreie wie auch öleingespritzte Typen anbietet.